So, ich habe jetzt hier die ganzen Sachen eingestellt. Und zwar habe ich, wenn man jetzt den ersten Rotor nimmt, das ist der direkt an unserem Rover hier. Da haben wir hier die Ober- und Untergrenzen eingestellt. Der geht bis minus 23, da ist er jetzt auch gerade. Und maximal bis 89, das ist, wenn er dann wieder einklappt. Und genauso für Rotor 2 und 3 habe ich die Sachen eingestellt. Müssen wir einmal gucken, hier ist Geschwindigkeit ausgefahren bei Minus. Hier ist Geschwindigkeit bei Plus. Und hier müsste Geschwindigkeit auch bei Plus sein. Ne, ist bei Minus. Aber Minus 0,5 ist richtig. Dieses Minus und Plus liegt daran, dass dieser eine Rotor hier, das müsste der hier sein, der fährt quasi andersrum als die anderen beiden. Aber überhaupt nicht schlimm. Das heißt, wir können, das lassen wir noch mal kurz stehen. Wir können mal den Timer einstellen und wir können ja auch noch mal einen Knopf hinzufügen. Haben wir doch hier bestimmt da. Und zwar, das ist ein Bedienfeld. Ein Schalter, mehr als ein Schalter brauchen wir nicht. Den Schalter hier hin. Und nehmen noch mal unsere Rotoren. Das sind diese drei und den nennen wir Rover Rampe. Und dann können die drei hier auch ausgeblendet werden. Die brauchen wir dann nicht mehr. Okay, dann können wir jetzt noch den Timer-Block hier, den Zeitschaltblock. Den nennen wir, den benennen wir einfach nur um. Zeitschaltblock Rampe. Da müssen wir den natürlich noch konfigurieren. Der geht in die Gruppe Rampe und sagt umkehren. Und das war's eigentlich schon. Ich dachte eigentlich, ich brauche zwei, aber das ist natürlich ziemlich simpel. Dann sagen wir hier noch den Zeitschaltblock Rampe und zwar jetzt starten und jetzt hier drauf drücken, hoffe ich, ja, fährt die Rampe ein. 0,5 ist vielleicht doch noch etwas langsam, na, geht eigentlich, sollte schon funktionieren, schleift da zwar ein bisschen, aber die Rampe fährt jetzt ein. Soweit, so gut schon mal. Das Stahlrohr-Shipment würde ich mir eigentlich gern holen, aber das ist zu nah an der Basis noch. Aber wir haben auf jeden Fall eine funktionierende Rampe. Können wir das hier auch wieder wegmachen. Jetzt sehen wir auch hier mit so einem ganz kleinen Abstand. Und hier auch. Das liegt daran, dass ich hier zum Beispiel nicht die vollen 90 Grad genommen habe. Ich will nicht, dass das so aneinander schlägt. Aber ich kann auf jeden Fall die Dunkelheit gleich noch nutzen. Und hier das Ganze zurückfahren. Jetzt gucken wir nochmal, ob wir hier ein schickes Bild haben, was wir hier einfügen können. Oh, nehmen wir den Pfeil. Das passt schon. Dann haben wir hier einen kleinen Pfeil. Öffnen wir die Rampe nochmal. Und dann brauchen wir jetzt eine ganze Menge an Stahlplatten. Die werde ich mir jetzt einmal holen und dann. Okay, das dauert ewig. Und dann werden wir jetzt hier mal ein bisschen schweißen, damit das Ganze auch ein bisschen Form bekommt. Okay, das war's schon mit Stahlplatten. Das ist jetzt nicht so viel. Das heißt, wir werden uns noch einige besorgen. Nachdem ich letztes Mal vergebens die Batterien hier gesucht habe, habe ich sie jetzt auch gefunden. Und die sitzen ziemlich gut, sodass wir die da in diesem Flugschiff, was hier irgendwo noch in der Dunkelheit steht, hier vielleicht rauskriegen. Weiß nicht, ob ich zwei Batterien gleichzeitig damit rauskriege oder überhaupt nur eine. Aber gucken wir mal, wenn nicht, fügen wir noch ein paar Triebwerke hinzu. Aber erstmal brauchen wir Stahlplatten ohne Ende. So, das letzte Stück. Das
heißt, die Rampe ist komplett. Können wir nochmal die Verstärkungen hier zusammenschweißen. Und jetzt müssen wir die ganzen Dinger hier noch zusammenbringen. Die haben auch nicht gerade wenig Komponenten drin. Halten natürlich auch viel aus. Und dann werden wir das Ganze hier nochmal aufladen. Und wir müssten ja 3, 5, 7. Und wir haben hier, sollten wir jetzt genug haben. Das ist gut. Das heißt, wir können hiervon die Sachen nehmen und direkt auf unseren Rover transferieren. So. Eingangsbereich auch fertig. Und da haben wir doch glatt noch, ups, glatt noch was vergessen. Die Hangartore noch. Rover, Rampe, Tor nennen wir die mal. Oder wir nennen die... Nehmen wir die mal Hangartore. Speichern die und müssen die unserem Zeitschaltblock hier noch hinzufügen. Wo ist er denn? Zeitschaltblock. Und zwar machen wir hier offen geschlossen. Können wir die Rampe jetzt auch nochmal schließen. Die brauchen wir nämlich gerade nicht. Dann dürften genau diese schließen. Und die Rampe fährt ein. Wunderbar. Ist jetzt ein bisschen dunkel, mitten in der Nacht. Brauchen hier auch dringend noch ein paar Lichter. Aber die Rampe funktioniert. Und zwar gar nicht so schlecht. So, jetzt bringen wir den Rover nochmal ein bisschen in Position. So, dass wir ein bisschen Licht haben. Auch noch mal gucken, ob wir das hier vielleicht bauen können mittlerweile. Wir dürften alles zusammen haben. Das sieht gut aus. Jetzt haben wir auch alle Reifen, die wir brauchen. Und wir werden jetzt versuchen, die beiden Batterien, die hier hängen, die habe ich schon freigeschnitten soweit, mit unserem kleinen Schiff aufzunehmen. Aber das will ich vorher testen. Deswegen packe ich 2 Batterien dahin. Und gucken mal, ob wir die heben können. Sollte eigentlich funktionieren. Dann trennen wir das Ganze mal. Nehmen wir uns die beiden Batterien. Das war nicht ganz so perfekt. Ah, verdammtes Autolock. So. Möglichst mittig. Ah, das passt schon. Und wir brauchen noch Fusionsblöcke. Da. Haben wir noch genug Stahlrohr? Nee. Wir brauchen 2 Stahlrohr. Stahlrohr, Stahlrohr. Da sind noch mehr jetzt genug drin. So. Das heißt, Fusionsblock. Wir setzen die so ein. Und, ach ja, Batterien sind hinten. Da sind 2, das ist natürlich. Dann setzen wir die auf die andere Seite. Wie machen wir das denn? Mal
gucken, ob ich richtig gedacht habe. Wir setzen die jetzt da mal in die Ecke. Bringen die erstmal rüber. Achso, schneiden die natürlich frei. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wir haben nicht genug Gyroskop, beziehungsweise nicht genug Energie. Und dann versagt der Gyroskop. Oder das Gyroskop. Gucken wir mal, ob wir die jetzt dahin gebracht bekommen. Ich hätte es vielleicht nicht im vollen Dunkel, in der vollen Dunkelheit machen sollen. Die sollen so da rein. Das heißt, wir landen erstmal kurz. Und lassen die los. So, dann nehmen wir die wieder auf. Und setzen die hier in die Ecke. Müsste eigentlich funktionieren. Oh, oh, oh. Na, nicht ganz. Nimm die Sachen hier mal weg. Und versuchen das Ganze nochmal. Und zwar mit dem Scheinwerfer. Ja, zwei Stahlrohre brauche ich auch nicht mehr. Na. Die brauchen auch Stahlrohre, das gibt's doch gar nicht. Okay, passt. So, jetzt haben wir noch ein Licht nach unten. Und dann nehmen wir das Ganze wieder auf. Und machen uns das Ganze jetzt ein bisschen einfacher. Zack. Fertig. Stellen das Ding hier ab. Und die beiden Batterien setzen. Und wir haben zwei neue Batterien. So langsam geht die Sonne auch auf. Das heißt, wir haben jetzt erstmal hier genug gemacht. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keine Lust mehr, Materialien zu sammeln. Und wir gucken auf unsere GPS-Punkte. Die brauchen wir erstmal nicht. Den hier wollen wir. Secret Weapon Research Facility. Da wollen wir doch mal gucken. Wo haben wir ihn denn? Da drüben. 15 Kilometer. Das geht ja noch. Das schaffen wir zu fahren. Fällt auch gerade auf, dass ich meinen Rover nicht festgemacht habe, weil ich die Magnetplatte entfernt habe. Oh, wir haben da noch eine Medical Station. Und dann gucken wir uns das doch erstmal an. Ich stehe auch schon voll auf der Bremse. Dieser Koloss ist echt, hat nicht die beste Bremskraft, sagen wir mal. Wiegt ja auch ein bisschen was. Aber mit der Handbremse kommen wir immer noch relativ schnell zum Stehen. Na, gucken wir doch mal. Eine Windmühle. Schrott nehmen wir auf jeden Fall mit. Ein Turm drin, das ist schon mal gut. Ja, das nehmen wir alles gerne mit.
Radioaktiven Verbrennungen, okay. I fix, Nurse R, okay. Da nehmen wir das. Oh, das ist ein Reaktor, der hat Uran drin. Nehmen wir doch glatt mit. Batterie haben wir hier wieder. Und die Medical Stations sind ja eigentlich immer relativ freundlich. Jo. Kein Turm, sehr schön. Die Batterie lasse ich hier nochmal stehen. Die Windmühle auch. Die ist ziemlich cool. Und wir werden uns jetzt mal angucken, was es in der Research Facility so gibt. Deswegen fahren wir da auf so 1,3 Kilometer ungefähr ran und steigen dann auf unseren kleinen Rover um. So, das soll reichen. Geschütztürme sind an, die können mir Support geben. Dann werden wir hier mal die Rampe ausfahren. So. Jetzt haben wir das Problem, wir stehen nämlich nicht ganz gerade. Das heißt, die Rampe fährt nicht ganz bis zum Boden. Vielleicht müssen wir das nochmal ein bisschen einstellen, aber wir sollten... Ja, wir kommen trotzdem hoch, das ist kein Problem. Okay, Geschütztürme an. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Liegt natürlich schön im Schatten des Berges. Wir hatten auf jeden Fall schon was aufgenommen. Aber wie es aussieht, werden wir nicht angegriffen. Sieht unbewaffnet aus. Storage Facility, okay. Da haben wir auf jeden Fall eine Kamera. Da ist noch eine Kamera. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, was hier ist. Und Secret Weapon Research Facility verstehe ich allerdings was anderes. Aber nun gut. Gucken wir mal, was in den Containern hier drin ist. Medizinische Komponenten ist schon mal gut. Können wir auch direkt mitnehmen. Displays. Inventory full. Munition auch sehr gut. Inventory full. Noch mehr Munition. Inventory full. Gutes Schweißgerät kann man auch immer gebrauchen. Inventory full. Sprengstoff. Waffe und Magazine. Inventory full. Noch ein bisschen Sachen und das müssten die Container von Anfang sein. Alles nicht so wirklich beeindruckend. Aber dann hole ich mal meinen kleinen Rover hierher. Der ist natürlich noch voll. Das ist natürlich auch ein Traum. Dann hole ich den großen. Dann schnappen wir mal uns hier die ganzen Sachen, die hier drin sind. Und machen natürlich vorher unser Inventar leer. Was haben wir denn hier? Aha, hier ist eine Leiter auch noch. Wir haben nämlich hier den Container weggenommen. Und da kam eine Tür zum Vorschein. Dann gucken wir doch mal, was da unten ist. Level 8 Clearance Only. Oh, die haben wir nicht. Gucken wir doch mal, was dahinter ist.
Das ist schon mehr nach meinem Geschmack. Scheint kein Turm zu sein, aber man weiß ja nie. Aha. Da haben wir einen. Nimm hier die Munition noch mit. Zack. Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass mich hier noch ein bisschen was... Ja. Explosive Compounds. Da bin ich ja gespannt. Hoffentlich keine Minen hier oder so. Gehen wir ein bisschen am Rand lang. Da haben wir einen Sensor. Das ist schon mal nicht gut. Aber der Sensor ist schon mal weg. Da sind Sprengköpfe, alles klar. Oh, das war ein Sensor. Das war knapp. Den habe ich nicht gesehen. Oh. Haben wir noch einen Sensor? Oh nein. Den so entschärft. Krieg ich. Und da haben wir noch einen. Und da vorne, das sollte dann auch der letzte sein. So, dann haben wir alle. Machen wir jetzt nochmal unsere Flaschen. Oh, da habe ich noch einen Sensor getriggert. Da war wohl noch irgendwo einer. Okay, das heißt, wir machen jetzt mal unser Inventar leer, füllen unsere Flaschen auf und gucken mal, was da unten uns erwartet.